Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Stellar Blade. Ich habe Stellar Blade jetzt komplett durchgespielt, habe so gut wie die Platin, muss noch einmal durchrennen, das letzte Ende holen und 50 Stunden im Spiel und wollte mal mit euch darüber reden, was denn jetzt so mein Fazit ist. Und ihr habt es wahrscheinlich am Titel schon gesehen, es ist für mich ein sehr, sehr, sehr gutes Game und sogar fast das perfekte Game. Und ich werde ein bisschen erzählen darüber, was ich sehr gut finde an dem Spiel und auch die einzelnen kleinen Feinheiten, die mir im Spiel fehlen, beziehungsweise die ich nicht ganz so gut finde. Und da würde ich sagen, starten wir direkt rein mit dem positiven Ding. Also erstmal muss man sagen, ich weiß nicht ganz genau, wie Shift-Up, das koreanische Team, das nach Mobile Games geschafft hat, so ein AAA-Game auf die Beine zu stellen. Es sieht so unfassbar gut aus. Alles ist mega, mega gut ausstaffiert und ausmodelliert. So viele geile 3D-Objekte. Es gibt keinen Bereich in der Open World, in keinem Bereich, nirgendwo, wo man sich denkt, oh, hier ist es aber leer. Überall steht was rum, überall liegt was rum. Es sieht schmutzig aus, es passt sehr gut, dieses Setting ist sehr gut. Und hier ist alles, also es ist wirklich, man könnte sich vorstellen, die Stadt hier, die gibt es so, ist aus einem Film. Und alles hier ist am richtigen Ort. Also es gibt keine Wand, die irgendwie nicht schmutzig ist. Wo es nicht irgendwas zu sehen gibt, wie die Städte aussehen, die Landschaften aussehen. Es ist so gut ausstaffiert und es gibt so viel zu sehen. Das ist ein richtig, richtig krasser Pluspunkt. Außerdem, was auch richtig krass ist, jeder NPC, davon gibt es nicht allzu viele, aber die, die es gibt, haben alle etwas zu sagen und sind alle komplett synchronisiert worden auf Deutsch. Und das ist schon eine Sache, ich meine, selbst Pokémon, das größte Franchise der Welt, kriegt das nicht hin, dass erstmal jeder NPC was zu erzählen hat und jeder NPC auch noch synchronisiert ist. Also es ist wirklich schon mal à la Bonheur und richtig, richtig krass. In meiner allerersten Stunde von Stellar Blade, damals noch in der Demo, kam ich nicht so ganz mit dem Movement klar. Jetzt, nach 50 Stunden, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, was anderes zu spielen. Das Movement von Eve ist so unfassbar gut durchdacht mit dem Schnelllaufen, dem Doppelsprung, der sich richtig, richtig gut anfühlt. Sogar die Passagen, wo man klettern muss, wo man sich schwingen muss und, sind so schön im Game mit eingeflossen. Teilweise werden die Sachen gar nicht erklärt, weil sie einfach für den Gamer klar sind. Da ist eine rote Wand, springe ich mal geben. Klar, sie läuft an der Wand entlang. Dafür gibt es keinen Tipp, dafür gibt es kein Tutorial und auch kein extra Skill, sondern das kann sie einfach von Start weg und es wird nirgends erklärt, sondern man muss einfach ausprobieren und wenn man sieht, dann weiß man das einfach. Man hört vielleicht schon im Hintergrund die Musik. Also die atmosphärische Musik, die Musik an sich ist mit das Beste, was ich vielleicht nach Zelda nach Koji Kondo jemals in einem Videospiel gehört habe. Die kommt schon sehr nah an Koji Kondo ran und an die legendären Zelda-Tracks. Also Eidos Heaven ist ein heftig, heftiger Track und überhaupt die ganze musikalische Untermalung, die ganzen Effekte, das darf man ja auch nicht unterschätzen, das habe ich mal in meinem allerersten Stream erzählt. Es macht ein anderes Geräusch, wenn ich hier gegen schlage oder wenn ich gegen Stein schlage oder wenn ich gegen Reifen schlage. Das sind so kleine Feinheiten, die für mich ein Game sehr gut macht. Das sieht man durchweg, wo einzelne kleine Feinheiten mit im Spiel integriert sind. Wie jetzt hier zum Beispiel, wie sie da steht. Die Füße tarieren sich automatisch aus. Das hat nicht jedes Spiel. Oder wenn sie an einer Wand entlangläuft, hält sie sich an der Wand fest. Es sind viele kleine Detailarbeiten, die das Game wirklich sehr, sehr großartig machen. Das Kampfsystem hätte eigentlich ein ganz eigenes Video verdient, aber das Kampfsystem ist eine Mischung aus allen möglichen Souls-Games und Action-RPGs, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Also, man kann gewohnt anvisieren einen Gegner, man kann den mit einem leichten Angriff angreifen, mit einem harten Angriff angreifen, verschiedene Kombinationen machen, die Kombination miteinander verschnörkeln, man kann ausweichen, man kann blocken, man kann aber auch perfekt blocken, man kann Gegenangriffe machen, man kann Spezialangriffe machen, sowohl Beta-Spezialangriffe als auch später Schubfähigkeiten, die nochmal extrem krasser sind. Man hat jederzeit die Möglichkeit im späteren Spielverlauf sich in eine ultimative Form zu verwandeln, die keinen Schaden bekommen kann und unendlich viel Energie hat und das für einen bestimmten Zeitraum nutzen. Anders als in einem Soul-Game verliert man keine Seelen und keine Erfahrung. Man kann also immer wieder Erfahrungen sammeln und auch schon relativ früh im Game sehr viel Erfahrung sammeln. Und diese Erfahrung mit diesen Leveln levelt man nicht seine
grundsätzliche KP oder seine Stärke oder sowas, sondern levelt nur seinen Skillbaum, um neue Skills zu erlernen. Ist auch eine sehr interessante Sache. Diese ganzen Camps hier, die in der Welt verteilt sind, sind meiner Meinung nach sogar schon zu viele. Wer sich zurückerinnert an mein Fazit zu Lords of the Fallen, da gab es viel zu wenig Leuchtfeuer, da war ich gar nicht zufrieden mit dem Leuchtfeuersystem. Und hier haben wir mit dem Camp-System, wirklich an jeder zweiten Ecke findet man so ein Camp, kann das aktivieren. Man kann sich hier nicht nur heilen, man kann hier auch leveln. Man hat hier einen Shop, man kann hier verschiedene Sachen aufleveln und man kann an verschiedenen Camps hin und her porten und das auch vom Start weg. Ist ein sehr cooles Feature und passt auch sehr gut in die Story rein von Stellar Blade. Apropos Story, eine der krassesten Stories, die ich in letzter Zeit gespielt habe, fand ich sehr, sehr gut. Und ich finde es sehr schade, dass einige Reviews, die schon vorab zum Spiel erschienen sind, gesagt haben, das Spiel hätte keine Tiefe oder ähnliches. Ich finde, es hat eine extrem krasse Tiefe, die Charakter, mit denen kann man sich sehr gut identifizieren und erzählen jeder eine sehr schöne Geschichte. Allen voran natürlich Eve, Adam und alle, die in Xion umherlaufen, Lily, Orkel und. Man hat die Möglichkeit, noch weiter, noch tiefer Eve anzupassen mit Exospines und Modifikationen, die dafür sorgen, dass bestimmte Dinge geboostet werden. Ich habe hier zum Beispiel, dass man nach einem Besiegen eines Gegners Leben dazu bekommt oder dass meine Crit-Rate erhöht wird. Das gleiche auch nochmal in der Exospine, dass meine Crit-Rate erhöht wird und ich dadurch extra Damage mache. Aber da kann man natürlich auf alles möglich gehen. Man kann auf den Schaden gehen, wenn man wenig Leben hat, wenn man viel Leben hat. Man kann darauf gehen, dass der Modus, dieser ultimative Modus länger läuft. Man kann da auf Verteidigung gehen, man kann auf Ausweichen, auf Blocken und gehen. Es ist so ein bisschen wie die Ringe aus Dark Souls, nur nochmal auf die Spitze getrieben, finde ich auch sehr cool. Ich könnte bestimmt auch noch 20 Minuten weiter erzählen, was ich nicht alles gut in diesem Spiel finde, weil es wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel ist. Aber es gibt auch 1, 2, 3 Sachen, die ich in Stellar Blade leider nicht ganz so gut. Allen voran habe ich ganz große Kritik an der Karte, weil vielleicht seht ihr es schon hier auf dem Bildschirm und auch unter mir, ich habe nirgendwo einen Knopf, um die Karte sofort aufzurufen und auch nirgendwo eine Minimap. Das, was man machen muss, ist auf Start klicken, dann 2 Tabs rüber, um dann die Karte zu sehen. Diese Karte gibt es auch nur für 2 Bereiche. Einmal hier das Ödland, das erreicht man relativ früh im Spiel und später die Wüste. Für die schlauchigen Level und alle anderen Level gibt es keine Karte. Und hier auf dieser Karte kann man keine Markierungen setzen. Man kann sich keine Wege anzeigen lassen. Man hat hier keine Höhen- und Tiefenunterschiede. Das haben nicht viele Karten, aber die Karten, die es haben, da weiß man, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist. Wo ich gerade gesagt habe, zu den Camps kann man sich hin teleportieren. Es gibt nicht allzu viele Ports, also auf der Overworld gibt es zwar viele Camps und auch viele Telefone, aber teilweise dann schon auch wieder lange Wegstrecken. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben in den Bereich gehen möchte, warum auch immer, müsste ich mich hier hin porten und den ganzen Weg laufen. Wieso will ich hier hin? Weil man da angeln kann. Da gibt es aber jetzt keinen extra Portpunkt für. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber vor allen Dingen, dass ich die Karte nicht sofort aufrufen kann, dass ich nicht die Möglichkeit habe, mir eine Minimap anzeigen zu lassen und dass ich keine Markierung auf der Karte machen kann. Ich habe ganz oft den Fall, dass ich hier zum Beispiel eine Truhe gefunden habe und die kann ich aktuell noch nicht aufmachen, weil ich dafür einen Code brauche, den ich irgendwo in der Story bekomme oder irgendwo in der Welt finden kann. Und ich kann mir hier keine Markierung hinmachen. Ey, hier ist noch eine Truhe, Lou. Hier musst du später nochmal hin. Ein ganz großes Manko meiner Meinung nach. Wenn ich hier so ein Telefon nutze, dann habe ich die Möglichkeit, zu anderen Telefonen bzw. in anderen Camps hinzureisen. Ich habe aber nicht die Möglichkeit, von einem Gebiet in das nächste Gebiet zu reisen. Ich kann also nur jetzt innerhalb des Ödlands hin und her reisen. Ich habe aber keine Möglichkeit, von hier aus sofort in die Wüste zu kommen oder von hier aus sofort in ein anderes Gebiet wie Eidos 7 oder ähnliches. Das Einzige, was ich machen kann, ist zurück nach Xion, was mich auch nicht in die Mitte von Xion bringt, sondern in den Startpunkt von Xion. Bedeutet in die Höhle, wo das Verbindungsglied ist zwischen Xion und Ödland. Von hier aus kann ich auch nicht sofort weiterreisen, sondern muss immer einen kleinen
weglaufen bis zum nächsten Telefon, bis ich dann endlich die Möglichkeit habe, in Xion selber wieder weiterzureisen, beziehungsweise an den Anfang von der Wüste, weil Wüste und auch Ödland grenzen beide an Xion an, aber ich habe von hier aus wieder nicht die Möglichkeit, in alle anderen Gebiete zu reisen. Das kann ich immer nur hier am Unterschlupf, am Tetrapod machen. Dort wartet Adam, je nach Story geht das nicht oder geht das. Und dort könnt ihr dann auswählen, in welches Gebiet ihr wollt und auch in die alten Gebiete. Das muss ich sagen, ist sehr schade, weil das oft zu nervigen Situationen geführt hat, wenn man mal schnell vom Ödland in die Wüste wechseln will oder nach Eidos Seven oder zu anderen Gebieten, die ich jetzt nicht spoilern will. War das sehr schwierig und umständlich. Und ich glaube, das größte Problem, was ich und viele andere da draußen haben, ist die geringe Waffenvariety, weil man startet mit einem Schwert und dieses Schwert begleitet euch durch die komplette Story, durch das komplette Game. Es gibt nie ein anderes Schwert, es ist immer dieses Schwert, keine andere Waffen. Es gibt zwar verschiedene Fähigkeiten, die man einsetzen kann mit Eve, aber es ist immer dieses Schwert. Und sobald man in Xion angekommen ist, hat man dann noch die Möglichkeit, eine Waffe zu nutzen. Aber that's it. Man hat also immer nur ein Schwert und immer eine Waffe. Und da hätte ich mir tatsächlich ein wenig Variety gewünscht. Es hätte mir schon gereicht, wenn es ein weiteres Schwert gegeben hätte und eine weitere Waffe oder zwei weitere Schwerter oder vielleicht noch eine Waffengattung mehr, die man dann auch leveln kann. Aber nur ein Schwert über das gesamte Game hinweg finde ich dann doch für ein AAA-Game von Sony etwas dünn. Und wo wir gerade bei dünn sind, der Content bzw. der Länge vom Spiel ist auch ein klein wenig zu gering. Es ist noch so bei mir an der Grenze, da ich sage, es ist lang genug. Aber ich sage euch, wenn ein DLC rauskommen sollte mit noch einem Open World und noch einem schlauchigen Level, dann hat das Spiel die perfekte Länge. Aktuell gibt es zwei, drei Bereiche, wo ihr durchlaufen müsst, zwei große Bereiche, wo ihr euch austoben könnt und dann noch das letzte Gebiet. Es ist, das kriegt ihr so gut in 20 Stunden durch, selbst wenn ihr Nebenmissionen macht. Wenn ihr keine Nebenmissionen macht und nur die Story durchspielt, seid ihr sogar in unter 10 Stunden durch. Das geht also wirklich relativ flott. Ja, und ich denke, dem Spiel hätte ein weiteres Gebiet sehr gut getan und ich bin auch sicher, dass ein DLC rauskommen wird, der dann genau dieses Gebiet auch noch nachliefern wird. Ja, auf die Cosmetics will ich nicht so eingehen. Das kann jeder für sich selber entscheiden, ob er das gut oder schlecht findet. Ich bin ein absoluter Fan davon, dass so viele Cosmetics in der Welt umsonst verfügbar sind, wo man am Anfang noch gedacht hat, ey, es gibt nur 30 Cosmetics. Ihr seht, ich ratter hier runter. Es gibt über 60 verschiedene Outfits für Eve und der Entwickler hat schon gesagt, dass diese Outfits dann später auch noch erweitert werden durch ein DLC oder ähnliches. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde es ganz cool, dass man diese Outfits sammeln kann und da nochmal einen kleinen Sammelfieber hat in der Welt und sich dann halt deswegen auch ein wenig mehr umschaut. Wenn ihr mich nach einer abschließenden Wertung fragt, ist es irgendwo eine 9,5 von 10, weil ich wirklich nicht viel zu meckern habe. Es ist ein bisschen zu wenig Content, also so ein ganz kleines bisschen. Ein, zwei Waffen mehr. Die Möglichkeit, Quality of Life Änderungen auf der Karte zu markieren, die einzeln aufzurufen, um mich von Stadt zu Stadt easy porten zu können. Das sind Dinge, die kann man easy theoretisch nachpatchen, das ist nicht so das Problem. Aber es bleibt so ein, zwei Waffen mehr und ein, zwei Gebiete mehr und ich wäre bei einer 10 von 10. Das Game hat mich so vom Hocker gehauen. Es macht zwar nichts neu, es gibt hier niemals diesen Aha-Moment, dass man sagt, oh, das habe ich aber noch nie gesehen. Alles, was ihr hier erlebt, habt ihr in anderer Form schon in anderen Spielen erlebt. Aber sie packen das Beste aus verschiedenen Games zusammen und haben hier ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht und meiner Meinung nach auch eins, was Game of the Year eventuell sogar verdient hat, wenn in diesem Jahr nichts Krasses mehr kommt. Schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie ihr Stellar Blade fandet. Hab ich euch vielleicht davon überzeugt, dass ihr Stellar Blade mal eine Chance gebt? Es gibt immer noch die Demo im PlayStation Store, ist ja PlayStation Exclusive. Das heißt, ihr könnt in die Demo schauen, euch den ersten Teil von Stellar Blade anschauen und könnt dann entscheiden, ob ihr Stellar Blade kaufen wollt und spielen wollt. Meine klare Empfehlung, tut das, wenn ihr auf Souls Game steht, wenn ihr auf Action RPGs steht, dann macht das auf jeden Fall, ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Man kann es schwer spielen, man kann es leicht spielen, also es gibt eigentlich keinen Grund, dass dem Spiel hier keine Chance zu geben.
Ich würde mich natürlich sehr über ein Follow auf dem Kanal freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sagen bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.